Moin, liebe Top-Familie, und damit ein herzliches Willkommen zurück hier auf meinem Kanal und zur zweiten Folge der achten Staffel von My Little Pony. Previously on My Little Pony, hier steht schon Teil 1 von ganz, haben wir schon geguckt. Falls ihr sie verpasst habt, schaut sie euch gerne nochmal an, kam am Donnerstag, ist in der Playlist oder auch eben sonst auf meinem Kanal, einfach ein paar Tage zurückgehen. Ja, Folge 2. Hier stelle ich nochmal jetzt die wichtige Frage hinsichtlich dieser Staffel. Muss ich mir diese 6 neuen Namen merken? Ich denke ja. Schreibt es aber gerne nochmal in die Kommentare. Wir haben neue Charaktere kennengelernt, die nicht unbedingt Ponys sind, sondern eher andere Rassen, sage ich jetzt mal. Von daher, ich bin sehr gespannt, was jetzt in dieser Folge passiert, die dann natürlich heißt Die Schule der Freundschaft Teil 2. Ihr wisst, was zu tun ist. Lasst vorab sehr gerne einen Daumen nach oben da, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und vor allem habt auch immer euer Ranking mit dabei. Das ist doch in dieser Folge uninteressant, weil wir ja beides zusammenfassen. Aber ab Folge 3 wird dann wieder gerankt. Von daher, ich freue mich sehr drauf. Und ja, ich hoffe, ihr euch auch. Und dann würde ich sagen, starten wir rein. Was geschah bisher bei My Little Pony? Das ist passiert, während wir weg waren? Freundschaftsaufgaben jenseits Equestrias? Wir werden eine Schule eröffnen. Alle haben sich an die Vorschriften zu halten. Wir tragen eine große Verantwortung und ich will, dass ihr euch alle an diese Regeln haltet. Diese Ponys sind die Helden von Equestria? Wir machen nur eine kurze Gehirnpause. Die Schule wird angegriffen! Das sollen Schüler sein? Im Auftrag des BVE wird diese Schule von mir geschlossen. Oh nein! Ich bin ja gespannt. Und ich freue mich auf die neuen Charaktere auch. Aber ich muss mir jetzt mal die Namen merken. Prost, meine Lieben! Doch dann botet ihr die Freundschaft mir an. Abenteuer, Spaß und Spiel und etwas fürs Herz, von allem ganz viel. Lieb und freundlich zueinander sein und obendrein gibt Zauberei. Meine herrlichen Ponys, meine allerbesten Freunde seid ihr. Friendship is magic. Magic. Twilight? Alles okay mit Twilight? Och Mann. Siehst doch positiv. Der BVE hat vielleicht deine Schule der Freundschaft geschlossen, aber jetzt hast du Zeit für andere Dinge. Es ist wie ein kleiner Urlaub. Ja, aber was habt ihr? Ein Urlaub für Versager. Ich bin angeblich die Prinzessin der Freundschaft. Doch nun sind die Verbündeten Equestrias meine Feinde, meine Freunde sind sauer und meine Schule ist vorläufig geschlossen. Was soll ich da noch positiv sehen? Sie ist aber auch echt theatralisch. Und ich dachte, Rarity wäre das. Brauche ich wohl Hilfe. Operation Aufmuntern geht los! Komm schon, Twilight! Hock hier nicht den ganzen Tag in der langweiligen Dunkelheit! Wollte schon sagen, recht. Gut. Du brauchst eine doppelte Portion von Granny Smith Apfelmus. Wenn ich traurig bin, fühle ich mich nach einer kurzen Umarmung von Angel gleich viel besser. Oh, och Mann. Wirkt wohl nur bei mir. Ich finde, nichts kann die Laune mehr aufhellen als ein nagelneues Outfit. Oh, danke, Rarity. Ein sehr schönes Kleid. Im Clown. Jedenfalls für ein Pony, das weiß, wie man eine Schule leitet. Du hast nicht gesagt, dass das eine Mitleidsparty ist. Und jetzt haben wir keine Eiscreme. Ich weiß zu schätzen, dass ihr mich aufmuntern wollt. Aber es wird nicht alles durch ein Kleid und Cupcakes wieder gut. Ich brauche etwas Zeit zum Nachdenken. Oh. Das war wohl. Ich habe schon gefragt, wann du endlich aufhörst, in deiner Kissenburg zu schmollen. Die anderen wollten mich auch schon aufmuntern. Es wird nicht klappen. Oh, ich will dich nicht aufmuntern, sondern dir sagen, was du falsch gemacht hast. Ja. Was? Du hast viel zu schnell aufgegeben. Hey, ich bin Vertrauenslehrerin, das heißt streng, aber lieb. Naysay hatte recht, ich habe versagt. Die Schule war in furchtbarem Zustand. So wie ich, als du mich getroffen hast. Aber du hast mir gezeigt, dass man für etwas einstehen muss, wenn man überzeugt ist, dass es schön richtig ist. Du hast es für mich getan. Wieso nicht für die Schule?
Ich komme doch nicht gegen den BVE an. Er ist für alle Schulen Equestrias zuständig. Und du bist für alle Freundschaften in Equestria zuständig. Wieso lässt du dich von einem anderen Pony abhalten, deinen Job zu tun? Genau. Aber das BVE-Regelwerk ist egal. Nee. Twilight. Wollte ich auch gerade sagen. Du kannst deine eigenen Regeln aufstellen, denn du machst etwas ganz Neues. Etwas sehr Wichtiges. Genau, das ist die Schule der Freundschaft, wie die Folge heißt. Das heißt, es hebt sich ja ab. Es soll ja etwas Besonderes sein. Ich sag mal, ich betrachte die Schule der Freundschaft so. Wenn wir das mit der Realität jetzt mal gleichsetzen, passt auf. Gibt es verschiedene Orte, wo ein Mensch Zeit verbringt. Aber nicht räumemäßig, weil Schlafzimmer ist natürlich was anderes als eine Küche. Jetzt so gesehen, ich meine, so plätzemäßig. Da hat man einmal die Schule. Wir nehmen das jetzt mit der Schule. Wir haben die Schule. Da wird gelernt. Da werden Sachen beigebracht. Dann haben wir das Zuhause. Und beim Zuhause ist es so, da fühlst du dich meistens immer am wohlsten. Du weißt, du kannst dich da eigentlich fast immer sicher fühlen. Oder eigentlich immer sicher fühlen. Du weißt nie, was passiert, aber ich sag mal, du kannst dich da eigentlich immer sicher fühlen. Du bist dann bei deiner Familie. Und du wohnst mit Menschen zusammen, die du magst, denen du vertrauen kannst. Und dann gibt es ja sowas wie, ich sag mal eben wie nennt man sowas? So Freizeithäuser. Und da triffst du deine Freunde, da hast du Spaß, da kannst du mit denen Zeit verbringen. Und das alles verbindet für mich die Schule der Freundschaft. Ein Ort, wo du lernst, wo du aber auch Spaß haben kannst, wo du neue Leute kennenlernst und wo du diese ganzen Moralgeschichten, alles, was mit Freundschaft zu tun hat, gelernt bekommst und wo du dich wohlfühlst und für dich ein zweites Zuhause ist. Das ist für mich die Schule der Freundschaft. Du hast recht. Warum wir das tun, ist viel wichtiger als das Wie. Hauptsache genau. Ist, dass wir es tun. Also, das ist die Twilight, die ich kenne. Wie kann ich helfen? Hast du schon längst. Oh, schön. Wartet mal. Die Schule der Freundschaft wird wieder geöffnet. Was? Und warum? Oh nein. Ganz schlechte Idee. Können wir trotzdem noch raten? Nimm's mir nicht übel, Twilight, aber dazu unterrichten fand ich langweilig, furchtbar und schrecklich. Ich bin mir sicher, sie nimmt es dir übel. Nein, Rainbow Dash hat recht. Ich muss mich bei euch allen entschuldigen. Ich wollte dem BVE unbedingt alles recht machen und habe nicht auf euch gehört. Es tut mir leid, doch dieses Mal werden wir die Schule so leiten, wie Freunde es tun. Zusammen! Also, soll das heißen, dass wir so unterrichten dürfen, wie wir möchten? Keine fiesen Überraschungstests? Konfettikanonen für alle, die dort sind? Woher holst du die immer? Was immer ihr braucht, um die Elemente der Harmonie zu erklären. Wenn das so ist, stehen wir hundertprozentig hinter dir, Twilight. Nur zwei kleine Problemchen. Die Schule ist nicht anerkannt. Ja. Und wir haben keine Schüler. Ich kümmere mich um den ersten Teil, wenn ihr fünf eure Klassen neu versammelt. Na sicher. Und wie? Die Schüler zusammenzutrommeln ist wohl kein Problem, aber... Die Tiere aus den anderen Königreichen waren leider ziemlich wütend auf uns. Unsinn. Wir können sie mit Charme und Stil sicher zurück. Das sind die neuen Charaktere der neuen Staffel. Ach, du Scheiße, ich muss mir neuen Namen merken. Cupcake-Sendung für Prinz Rutherford! Was macht Pinkes Pony hier? Jagst wütend auf Ponys! Damit... ihr nicht mehr wütend sein müsst, eröffnet Twilight Sparkles Schule der Freundschaft erneut. Und sie wird super dupi duper besser als zuvor. Es tut uns so leid wegen all der Missverständnisse. Alle Lebewesen sind natürlich willkommen. Wir wären wirklich glücklich, wenn ihr die Schüler wieder zu uns schickt. Ohne sie wäre es nur halb so schön. Wir sind offen und der Unterricht geht in... Kürze los! Also, worauf wartet ihr denn noch? Auf die Schüler, fertig, los! Unter keinen Umständen! Ach, soll ich die ganze Erklärungs- und Entschuldigungsrede nochmal von vorn starten? Okay. Hör zu, mein Fräulein, es wird nicht dazu kommen, weil... alle Schüler verschwunden sind! Hä? Was? Die sind gemeinsam irgendwo. Die sind irgendwo gemeinsam schon. Wo ist Jonah? Das alles Punnys Schuld! Das
eine schnelle Schuldzuweisung. Du verheimlichst doch was. Können wir uns auf die Suche nach den vermissten Schülern konzentrieren? War ein netter Versuch. Ihr habt die Kinder doch bei euch versteckt, ihr Maden. Ihr Maden. Freunde, würde mir einer von euch erklären, was passiert ist? Die Kinder haben uns Nachrichten hinterlassen, bevor sie verschwunden sind. Als die Schule schloss, wollten sie nicht voneinander getrennt werden. Sie sagen, sie seien weggelaufen, um zusammen zu sein. Ich kann's nicht fassen, weil sie Freundschaft erfahren haben. Ja. Entschuldigt. Ja, aber ich kann sagen, vorsichtig. Selbst auf solche Ideen. Irgendeine Kreatur muss... Nee, genau die. Weil die irgendwie gemerkt haben... Am Anfang konnten die sich ja irgendwie erst gar nicht so ausstehen, aber irgendwie waren die voneinander so fasziniert und haben sich schnell gefunden in so einer Gruppe. Und das ist schön erstmal zu sehen. Auch wie in Realität. Die verschiedensten Charaktere und Menschen können gut miteinander befreundet sein. Und ich muss zugeben, irgendwie ist es einerseits schlimm, gerade für die hier, dass die weg sind, aber irgendwie ist es schön dann zu sehen, wie Twilight es ja auch eben gesagt hat, die zusammenzusehen. Sie bei sich verstecken. Wenn wir die Nichte der Königin nicht bald finden, verspreche ich, wird sie Rache ausüben wollen. Ja, und meine Drachen brennen jedes Königreich nieder, bis wir wissen, wer von euch versteckt. Sag das erstmal der Greifenarmee. Jagd bekämpfen Greifen und Drachen. Die Wechselponys können sich keinen internationalen Vorfall leisten. Und wenn irgendjemand die Wechselponys beschuldigt... Was hast du vor, Formwandler? Wir sind doch Freunde. Twilight, du musst die Schüler bald finden. Ja. Ich fürchte, ich würde ein Krieg zwischen den Welten ausbrechen. Okay, gehen wir durch, was wir wissen. Smolder, Ocellus, Silverstream, Yona und Gallus sind zusammen verschwunden. Alles klar. Okay. Leute, es ist jetzt soweit. Ich hole mein Handy raus und schreibe mir jetzt die Namen auf. Erinnert ihr euch noch an die ersten beiden Staffeln? Ich habe mir die Namen aufgeschrieben. Wer erinnert sich noch daran? Ich habe mir die Namen aufgeschrieben, um mir die zu merken. Okay. Ich muss gleich Pause machen und bestimmt nochmal zurückspulen. Verzeiht, aber ich muss jetzt die Namen aufschreiben. Okay, gehen wir durch, was wir wissen. Smolder, Ocellus, Silverstream, Smolder, Ocellus. Smolder, Ocellus. So. Gehen wir durch, was wir wissen. Smolder, Ocellus, Silverstream, Silverstream. Silverstream. Alter Schwede. Smolder, Ocellus, Silverstream, Yona und Gallus sind. Yona? Was? Yona? Yona und Gallus. Aber das sind ja nur 5. Waren das nicht 6? Die waren doch zu 6 in der Gruppe, oder? Wartet, nochmal zurückspulen. Okay, gehen wir durch, was wir wissen. Smolder, Ocellus, Silverstream, Yona und Gallus sind zusammen. Okay, so. Und jetzt nochmal gucken, wer ist. Also. Das ist Smolder. Smolder. Ich bin mir gerade nicht sicher, wer Smolder ist. Ist Smolder der Drache? Ich schreibe mal für mich bei Smolder dahinter der Drache. Weil ich muss die auch unterscheiden können. Smolder? Ocellus? Ocellus. Ist Ocellus dieses... Pony? Nee, das ist kein Pony. Schreib mir das gerne nochmal in die Kommentare. Silverstream, Yona und Gallus sind zusammen verschwunden. Gut, Yona ist der Jack. Das ist schon alles. Bestimmt halten sie sich irgendwo versteckt. Es sei denn, sie haben einen Zauber verwendet, um zu verschwinden. Oh, oder sie sind untergetaucht. Vielleicht sitzen sie im Gefängnis eines riesigen Schrimps. Darauf würde doch nie ein Pony kommen. Schrimps sind so gefährlich. Nein, deshalb würde ja auch nie ein Pony darauf kommen. Oh. Hi, Sandbar! Feierst du eine Party? Nein, ich bin nur ungeheuer hungrig. Ja. Um-
nervös, sieht die vermissten Bilder. Wie heißt er nochmal? Jetzt habe ich seinen Namen gerade nicht mehr gehört. Ich muss gleich nochmal zurückspulen und nochmal genau zuhören. Hat da viele Packungen, holt die mit Cupcakes ab. Er holt Cupcakes Packungen ab. Eins und eins zusammenziehen, dann kommt man drauf. So, wartet. Senshpa? Ich google mal eben kurz. Heißt er wirklich Senshpa? So, warte. Senshpa. Okay. Finde ich nichts. Sendbar. Ah, da. Sendbar. Okay. Sendbar ist das Pony. Okay, jetzt sind hier auch nochmal alle von den neuen Charakteren. Da will ich jetzt mal eben so ganz frech. Nee, ich mach das nach der Folge. Ich muss dann hier die Namen aufschreiben. Das mache ich für mich dann im Nachhinein nochmal. Feierst du eine Party? Nein, ich bin nur ungeheuer hungrig. Ja. Mhm. Wir müssen genauso denken wie unsere Schüler. Würde uns jemand sagen, wir dürften uns nicht wiedersehen, was würden wir dann tun? Einen Ort finden, an dem wir zusammen sein können und viele Cupcakes essen. Was? Er hat recht. Er war doch mit all den vermissten Schülern befreundet. Und er hat gerade viele Cupcakes gekauft. Ja, ach nee. Ah, heute Morgen hat er auf der Farm auch eine Wagenladung Äpfel abgeholt. Und ich habe gesehen, wie er Kissen und Decken gekauft hat. Und garantiert bringt er das Zeug zu den anderen Schülern. Wir müssen ihm folgen. Ja, einer nach dem anderen. Mein Gott, ey. Ach hier, die sind... Das ist viel cooler, als ich dachte, Leute. Ja, Wie heißt der Ort nochmal? Oh, ich komme gerade nicht drauf. War hier nicht diese lustige Folge, weil mir das gerade bekannt vorkommt, war hier nicht diese lustige Folge, wo irgendwie... Jetzt muss ich überlegen. Applejack und Rainbow zusammengelaufen sind. Rarity und... Nee. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber irgendwer saß am Ende am Piano. Das war eine richtig lustige Folge. Wie heißt die Folge nochmal? Verdammt, ich komme gerade nicht mehr drauf. Aber die war mega lustig. Das ist doch dieser Ort. Ich komme aber gerade nicht mehr darauf, wie der Ort heißt. Aber die Folge war mega. Selbst ich bin beeindruckt. Wie hieß dieser Ort, Ocellus? Das Schloss der zwei Schwestern. Danke. Noch aus dem Unterricht. Die Geschichte der präequestrianischen Freundschaften. Ha, sieh mal an. Die Schule war wohl doch zu etwas gut. Jona nicht wirklich mögen Schule, aber Jona mögen neue Freunde. Smulder mag atmen. Hey, Smulder ist der Drache. Sandbar ist zurück. Ja, Smulder war der Drache. Cupcakes sind leckerste. Wie so ein Hund. Danke für die Hilfe, Gallus. Ich wollte nur die Cupcakes retten. Gallus ist der... Wie schön. Decken und Kissen. So wird es im Schloss bestimmt viel gemütlicher. Was ist Gallus für der Art? Und lustig. Kissenschlacht! Leute! Wir sind ja sogar... Was? Und das ist so toll, weil... Treppen einfach toll sind! Wir haben so etwas nicht unter Wasser, wisst ihr? Wir müssen ja nirgendwo hoch. Oh. Oh Mann, hier gibt es ja wirklich alles. Ich wünschte, meine Familie könnte das auch sehen. Ich wünschte, die Wechselponys könnten euch kennenlernen. Ihr seid gar nicht so seltsam, wie man immer sagt. Klasse, danke.
Aber ja, auch mal mit anderen abzuhängen ist eigentlich nicht schlecht. Ist doch schön. Mit den meisten anderen. Was ist das denn? Und was ist das? Bin ich als Einzige nicht bei Fluttershy's Lektion über Tiere des Trost und der Konflikte eingeschlafen? Es ist ein Pakwadi. Vielleicht kann ich mich mit ihm ein anfreunden. Ups. Jagdplan besser. Ja! Oh. Ja, ich weiß, worauf das hinausläuft. Wir müssen jetzt einander helfen. Fluttershy hat die beauftragt. Die haben jetzt einen Plan, wie die alle dazu bringen wollen. Denk nach, Othellos. Hat Professorin Fluttershy im Unterricht irgendwas gesagt, wie man Pakwadis besiegen kann? Zusammen. Tut mir leid, ich kann mich nicht erinnern. Ich vermute, das klappt sicher nicht mit Kissen, Äpfeln oder Cupcakes. Ging es nicht immer darum, Freundschaften zu schließen? Ja. Sie fangen an, uns auf die Pelle zu rücken. Jona, keine Angst. Jona haben Freunde. Oh, guck mal. Ah, nee, die anderen helfen. Achso, ich hab gedacht, dass... Professorin-Streberin? Oh nein, tut ihr nichts? Bittet sie einfach ganz höflich zu gehen. Feuer! Wie das aussieht. Oh, nicht schlecht. Für Pony. Wow, sie sind unglaublich. Ich wusste ja gar nicht, dass unsere Lehrerinnen so cool sind. Das habe ich die ganze Zeit versucht, euch mitzuteilen. Und habt ihr das gesehen? Rainbow Dash kam an. Und dann, wow, und die Pakwatchis sind weggeflogen. Und dann kamen die Vögel und... Ja, wir haben es auch gesehen. Aber du hast recht, das war ziemlich unglaublich. Selbst nach Drachenmaßstäben. Ist mit euch alles in Ordnung? Ich hab gedacht, die haben das mit Absicht gemacht, aber okay. Gut, dass wir rechtzeitig hier waren. Wisst ihr, hier ist wahrscheinlich nicht der sicherste Ort zum Übernachten. Soll das etwa bedeuten, dass ihr uns alle nach Hause schickt? Nein, das heißt, wir haben da an etwas anderes gedacht. Gut, wir hören. Offenbar habt ihr schon ohne eure Lehrerin viel über Freundschaft gelernt. Doch wir würden euch gern noch mehr beibringen, wenn ihr in die Schule zurückkehrt. Eine Wahl haben wir wohl nicht. Um ehrlich zu sein, haben wir uns ähnlich gefühlt, als Twilight uns mitgeteilt hat, sie würde eine Schule eröffnen. Aber dieses Mal können wir garantieren, dass es anders wird. Oh ja, wenn ich auf meine Art unterrichte, wird es gleich 220% cooler. Ja, komm. Und ohne jetzt übertreib nicht. Wird es in der Schule viel freundlicher. Da war doch so ein Ding. Und es gibt auch keinen Krieg, wenn ihr mitkommt. Bonus! Moment, was ist denn passiert? Eure Eltern. Twilight, ich war ja so erleichtert über deine Nachricht. Genau wie Königin Novo. Wir sind so erleichtert, dass es dir gut geht, Silverstream. Erwarte nur keine Willkommensparty von mir, Kleiner. So, und jetzt ab nach Hause. Nein, ich bleibe. Was? Was? Entschuldige, Thorax. Er kann nicht verstehen, das Ponywitz? Nein, wir gehen wieder zur Schule. Wie denn? Ihr kommt doch nicht mal hinein. Oh doch. Die Schule ist neu eröffnet. Yeah! Wer wagt es einfach, mein Siegel zu entfernen? Das war ich, Kanzler Naysay. So. Und ich bitte euch darum, zur Seite zu gehen. Sonst fängt der Unterricht zu spät an. Der Unterricht fängt doch sowieso nicht an. Das hat der BVE beschlossen. Niemand darf hineingehen. Jack geht, wenn Jack das will. Diese Entscheidung wurde doch zum Wohle aller getroffen.
Die Schule war schlecht organisiert und die Lehrer unqualifiziert. Und diese gefährlichen und unberechenbaren Schüler haben die Leben der anderen Ponys gefährdet. Ich zeig Ihnen, wer hier unberechenbar ist. Jetzt kommen die Eltern, jawohl. Wartet bitte. Ich bin sicher, Prinzessin Twilight Sparkle hat eine gute Erklärung für das alles. Ja, genau. Meine Schule der Freundschaft wurde von der Familie nicht anerkannt. Seht doch, sie sagt das ganz ohne Augenzucken. Dann handelt es sich nicht um eine Schule. Nicht um eine BVE-Schule. Es ist die Schule der Freundschaft. Mit ihren eigenen Regeln. Und ich sollte es wissen. Ich habe das Regelwerk geschrieben. Diese Schüler haben mich daran erinnert, dass jede Freundschaft besonders ist. Also muss unser Unterricht ebenso einzigartig sein. An meiner Schule laufen die Dinge eben anders. Du kannst nicht all diesen Kreaturen gestatten, diese Schule zu besuchen. Diesen Kreaturen. Hä, wo ist das Buch hin? Das wird niemals funktionieren. Ich kann Du kannst nicht all diesen Kreaturen gestatten, diese Schule zu besuchen. Und sogar die Regeln. Wo ist das Buch hin? Niemals funktionieren. Es wurde nicht weggeschlagen oder so. Dass Erdponys, Einhörner und Pegasi etwas ganz Ähnliches getan haben. Sie sicher auch. Ich verspreche Ihnen, Kanzler, meine Schule wird Equestria beschützen. Oder es vernichten. Nein. Ja! Gut, aber der kommt noch wieder. Wie wird sich diese Schule jetzt von der letzten unterscheiden? Als Heim für alle hier ist die Schule konzipiert. Wir lernen zu vertrauen. Und Spaß ist garantiert. Die starken Freundschaftsbande, sie gefallen uns allen. Lasst uns die Hufe reichen. Die Hans, den Ruf, die Flügel oder Krallen. Oh, schön. In den Garten. Hippogreifen treten ein. Unsere Tür steht allen offen. Lebewesen groß und klein. Die drei Axier freuen sich. Unser Chor ist mehrstimmig. Auf Wechselponys gibt es. Das sieht ja aus wie ich. Die Schule der Freundschaft ist für alle da. Wie wir zusammenstehen und uns vertrauen, das ist doch klar. Oh, schön. Oh, schön. Nicht jede Weisheit steht im Buch. Man fühlt und wird verstehen. Mit Selbstvertrauen und Zuversicht wird die Freundschaft nie vergehen. Die Freundlichkeit und Güte wird verteilt im ganzen Land. So wird die Botschaft gehen. Die Eltern noch skeptisch irgendwie. Das ist so eine neue Generation. Na schön. Wenn ihr versprecht aufzuhören zu singen, kann's Mulder bleiben. Juhu! Na gut, wenn Drachen bleibt, Jack bleibt. Du wirst die Wechselponys stolz machen, Ocellus. Du gehörst hierher. Und kannst du mir diese Treppendinger endlich zeigen? Oh, ja! Was? Du kommst mit nach Hause? Mir doch egal, ob du hier Freunde hast. Bitte, Grandpa Gruff. Oh. Na gut, na gut, na gut. Hör gefälligst auf damit. Ja! Ich mach mich doch ganz gut als Vertrauenslehrerin. Ja, das Regelwerk zu schreiben hat so viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon, die neuen Unterrichtspläne auszuarbeiten. Bye, mit Hilfe meiner Freundin natürlich. Aber ich glaube, die Staffel wird interessant mit den neuen Charakteren und was so deren Geschichte ist. Tolle Folge. Wirklich tolle Folge. Hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Ich bin gespannt auf die neuen Charaktere. Gleich schreibe ich dir nochmal alles auf. Sandbar und wie die alle heißt und was die, wer nochmal was genau ist. Die Namen muss ich mir erstmal merken. Also, tut mir leid, das braucht ein paar Folgen, bis ich, glaube ich, auch die Namen hier gut hinkrieg. Also, deswegen verzeiht mir da bitte. Meine Lieben, das war Folge 2 der 8. Staffel. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn dem so ist, dann zeigt es sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und ja, und wir sehen uns dann das nächste Mal dann wieder in 2 Tagen, am Montag. Und bis dann bleibt mir auch zu sagen, Anpfiff-Hapf-Tour. Ciao, liebe Top-Familie. Euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.